Vielen, vielen Dank, lieber Marc. Und jetzt kommen wir zum letzten Redner, dem Bundestagsabgeordneten und Chef der Landesgruppe im Deutschen Bundestag der niedersächsischen AfD-Abgeordneten. Lieber Dietmar Friedhoff, schön, dass du da bist. Wunderbar, schön, dass ich da sein darf. Wir sind ja gerade rumgelaufen, da bin ich zu einem Polizisten gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, sag doch einmal bitte oder sagen Sie einmal bitte, was macht das so mit dir? Was macht das so mit dir, wenn du siehst, dass du Freiheit gar nicht zulassen darfst? Da sagt er, ich bin es langsam wirklich leid, mit Leuten wie Ihnen zu reden, weil Corona tötet, wir sind in einer schlimmen Pandemie, es ist ganz schlimm, was hier passiert. Das ist eine Sicht auf die Dinge, die man akzeptieren muss. Aber das zeigt mir doch, wie weit wir schon gekommen sind, was die Presse mit Impfverweigerern macht, mit Impfgegnern macht. Sie stellte sie in eine Ecke, gleichzeitig mit Mördern und mit Terroristen. Das ist das, was diese Regierung geschafft hat. Sie spaltet das Volk und macht aus freiheits- und friedliebenden Menschen nichts anderes als Mörder und Terroristen. Und dagegen stehen wir auf, liebe Freunde. Guckt euch die Presse an. In der letzten Salzgitter Zeitung stand ein Nikolaus. Und da stand die große Überschrift, natürlich kriegen Impfgegner auch was zu Nikolaus von uns. Und der Nikolaus pisst dem Impfgegner in die Stiefel. Ist das Freiheit? Ist das Journalismus? Das ist eine Schande, liebe Freunde. Das ist mit der kleinen Frau, die sie eben weggeführt haben. Hat wohl anscheinend einen. Seit 2015 erleben wir in Deutschland eine Veränderung. Ich persönlich hätte mir das nie träumen lassen. Die Grenze wurde grundgesetzwidrig geöffnet. Und plötzlich waren wir alle Rassisten. Jeder Mensch, der gesagt hat, schützt das Staatsvolk, war plötzlich ein Terrorist. Dann kam Corona. Und jeder, der sagt, Mensch, ich schätze meine Freiheit, war plötzlich ein Corona-Leugner. Und alles, was wir sehen, ist nur das Vorspiel des großen Endes. Es ist das Vorspiel der großen Klimadiktatur. Das, was wir jetzt erleben, ist nur die Mitte und nicht das Ende. Und das Ende, und das haben wir heute erlebt, wird vermutlich viel Saboteur. Ich möchte was aus dem Bundestag erzählen. Es ist für die AfD schon immer sehr, sehr schwer gewesen, vernünftig Opposition zu machen. Aber dass sich diese Parteien, die seit Jahrzehnten in diesem Parlament sich nicht für nichts mehr zu schade sind. Da war ja die Wahl des Nicht-Bundestags-Vizepräsidenten für die AfD ein Vorgeschmack. Jetzt wählen sie uns in keine Gremien mehr. Sie wählen uns in keine Ausschüsse mehr als Vorsitzende. Was hier passiert, ist nicht nur das Ende der Demokratie, es ist das Ende des Parlamentarismus. Das geht in eine Richtung, die hochgradig gefährlich ist. Und deswegen müssen wir als Staatsvolk und als Staatsbürger aufstehen, liebe Freunde. Denn was die Politiker in diesen Parlamenten langsam vergessen haben, ist nicht, dass sie über das Volk herrschen. Sie sollen Stimme des Volkes sein, sie sollen Vertreter des Volkes sein. Denn das Volk ist der Souverän. Wir sind der Souverän dieses Landes, liebe Freunde. Und es geht immer mehr in Richtung Zwangs-, Regulierungs- und Unterdrückungsstaat. Und ich habe, meine Frau ist Russlanddeutsche, die ist nach Deutschland gekommen und sagt, Schatz, was passiert hier? Wisst ihr, was gerade in Deutschland passiert? Und die besten Kollegen an unserer Seite sind die Menschen, die aus dem Osten der Republik kommen. Die sagen, was jetzt passiert, ihr Wessis? Seht ihr es nicht? Wir hatten das schon. Das geht in Richtung Diktatur. Steht auf und kämpft für eure Freiheit. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch ein Wessi in dem Sinne. So dumm, so angepasst, so gleichgeschaltet können wir doch gar nicht sein, dass wir nicht sehen, nicht hören und nicht erleben, was um uns herum jeden Tag passiert. Und es gibt eine Rede von dem ehemaligen Chef Westerwelle, der FDP. Und da war die FDP noch eine Freiheitspartei. Das ist nur noch eine Steigbügelpartei. Die FDP hat endgültig die Freiheit Deutschlands verraten. Die müssen abgewählt werden. Und viele Wähler haben die FDP gewählt, weil sie Angst haben, AfD zu wählen. Die FDP war eigentlich nichts anderes als die AfD für Feiglinge. Aber was sie jetzt getan haben,
Herr Westerwelle kriegt jeden Tag Tausende von E-Mails auf seinen Twitter-Account, oder wie das heißt, Twitter auf den Account, wo gesagt wird, wir schämen uns für die Liberalen. Ihr seid das Ende dieser Republik. Und das ist so. Raus mit Lindner, liebe Freunde. Und im Grundgesetz, in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland steht, dass der Verfassungsschutz alles zu tun hat, und Opposition in den Parlamenten zu gewährleisten. Der Herr Haldenwang hat aber den Auftrag, auf uns aufzupassen, auf uns Extremisten aufzupassen. Und dabei lässt er zu, dass die Opposition im Deutschen Bundestag, in den deutschen Parlamenten, hier im Landtag, da in der Regionsversammlung, jeden Tag ein Stück weniger demokratisch wird. Jeden Tag ein Stück Verfassungsbruch in diesem Land. Und lieber Haldenwang, lieber Verfassungsschutz, gucken Sie genau hin. Hier passiert gerade die Auflösung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Nicht durch diese tollen Typen, durch die Politiker, die ihr Volk verraten, liebe Freunde. Und wir brauchen ja gar nicht nur nach Deutschland zu gucken. Jeder, der sich aufbegehrt in Europa, und danke, liebe Polen, von dieser Stelle, dass ihr die Grenze dicht haltet. Danke an die Ungarn, dass ihr haltet. Die Leute stehen vom Europaparlament auf der Diktatorenschiene, weil sie nämlich nicht mit Maske rumlaufen, weil sie sich den Corona-Diktat nicht erlegen und weil sie das europäische christliche Wertesystem als letzte Bastion schützen. Danke, Ungarn, danke, Polen. Zum Abschluss, Finger weg von unseren Kindern. Und wenn mir einer sagt, Corona tötet, auch Impfen kann töten. Und die Nebenwirkungen sind hier keinem klar. Und jeder, der unsere Kinder impft, sollte sich klar machen, dass er eine große Schuld auf sich lädt. Finger weg von den Kindern, liebe Freunde. Wir stehen für die Freiheit jedes Einzelnen ein. Aber für das Recht der Kinder in unserem Land. Freiheit für alle, Freiheit für die Kinder, Freiheit für Deutschland, liebe Freunde. Und zu unserem Bundeskanzler, der jetzt gesagt hat, rote Linie, kann ich nur sagen, lieber Kanzler Scholz, die rote Linie, die Sie verletzen wollen, werden eins zur Folge haben. Die AfD wird Ihnen endgültig blaue Grenzen aufzeigen. Und zum Abschluss bin ich wirklich stolz, hier sein zu dürfen, mit euch gemeinsam. Lasst uns nicht unterkriegen. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen eine christliche, frohe Weihnacht. Bleibt gesund, bleibt tapfer. Eine Weihnacht in Frieden und Freiheit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, lieber Dietmar Friedhoff, für diese herausragende Rede. Liebe Freunde, zum Abschluss bitte ich nochmal alle Redner hier nach vorne zu kommen. Wir wollen noch mal die Nationalhymne singen. So, sind alle da? Okay. Also, wir haben hier Mitgliedsanträge im Übrigen. Wer sich heute dazu entschlossen hat, doch Mitglied zu werden der Freiheitspartei, Herr Wunderer, kommen Sie doch bitte auch. Dann wollen wir, und jetzt müssen wir aber mit Maske singen. Alles klar, ich fange an. Ein, zwei und recht und für das deutsche Vaterland, da lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unser Pfand. Kommt gut nach Hause. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit. Dass Sie gesund bleiben, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Die Versammlung ist hiermit beendet.
Wort dann die Anträge? Aber hier liegen, da auf dem Sack. Hast eine schöne Stimme. Na, danke. Nein. Nein.